Und damit hallo und herzlich willkommen zum vierten Achtelfinale. Heute wird ja quasi mein Viertelfinalgegner bestimmt, denn ich habe ja das letzte Achtelfinale gewonnen. Wild Ditto gegen MSN und heute ist Raising mein Co-Kommentator. Hallo, bin ich mal dabei. Ja, du bist ja auch noch im Turnier, ne? Ja. Im Achtelfinale. Ja, und ja. Dein Spiel kommt ja erst ein bisschen später. Heute haben wir das vierte Achtelfinale, Wild Ditto gegen MSN. Ich weiß gerade gar nicht, hast du gegen einen von den beiden in der Gruppenphase gespielt? Nee, ich hatte Tien JMD und Airball Shooter sind, glaube ich, aus meiner Gruppe noch weitergekommen. Ja, Actual ist aus deiner Gruppe dann noch weitergekommen. Actual, ja. Ja, genau, die hatten wir ja in den letzten Achtelfinalen tatsächlich schon. Da hatte ich ja Airball Shooter sogar dabei als Co-Kommentator. Ah ja, genau, das war das, ja. Gut, aber gut, dann hast du ja auch, auf jeden Fall hast du dich ja sehr gut durchgesetzt. Du hattest 6 Punkte in deiner Gruppe, ne? Direkt hinter JMD. Ja, genau. Ja, also da kann man schon wieder sagen, jemand, der Ahnung hat hier auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, dann hast du wahrscheinlich auch nicht mehr groß was zu den beiden zu sagen und wir können direkt ins Spiel starten, oder? Ja, genau, machen wir das. So, da sehen wir MSN. Das könnte interessant werden. Das fände ich, wobei, wir sehen gerade Soldaten. Also ich meine, das ist ja hier das Achtelfinale. Ab hier wissen ja die Leute, ob sie anfangen müssen oder nicht. Und ich glaube sogar, Wild Ditto musste anfangen. Deswegen ist das für mich gar nicht so überraschend, dass er hier Soldaten spielt. Was ja auch ein ganz gut gegen Alchemie funktioniert, sag ich mal, ne? Ja, das ist schon wahr. Die Frage ist, wie geht er jetzt vor? Dry-Parsen kann er nicht. Aber ich spiele den Spy, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Zug. Ich weiß nicht, er hätte eigentlich auch direkt mit seiner Sklaveninfanterie starten können, ein bisschen Druck aufbauen und dann den Spion in der zweiten Runde spielen vielleicht, aber gut, okay, geht ja. Offensichtlich, ich weiß nicht, aber ob MSN auch so ein direktes Alchemie-Deck spielt? Sie hat 16 Karten im Deck. Mich wundert gerade so ein bisschen, weiß der Gwent-Tracker etwa wirklich, ob der Spieler 5 Silberkarten nur im Deck hat? 5 Silber? Warte mal. Weil da stand gerade 4 Gold, 5 Silber und 17 Bronzekarten. Ah ja. Aber er hat doch gerade eine Bronzekarte für den Silberspion abgezogen, Der zählt auch runter, wie viele Karten sich vom jeweiligen Typus noch im Gegnerdeck befinden. Das heißt, Cantarella war die 6. Silberkarte. Das heißt, er weiß noch, der Gegner hat 5 Silberkarten. So funktioniert das, glaube ich. Okay. Na, ich glaube, ich müsste es mir gleich nochmal angucken. Ich glaube, da stand gerade was von 17 Bronzekarten, weil das wäre ja dann schon ein ziemlicher Vorteil, wenn der Gwent-Tracker das wüsste. Aber okay. Das wäre etwas mehr. Ja, ich meine, abgesehen davon, der Spiel, ja, das wäre schon merkwürdig. Ja, das Alchemie hier. Ja gut, also wir sehen ja, ich meine, das ist ja, wenn du quasi als Zweiter spielst, ein sinnvoller Zug, Alchemie zu spielen, sag ich mal. Aber hat Wild Ditto hier auch ganz clever gemacht, hat er Alchemie schon erwartet und hat deswegen sein Soldatendeck benutzt oder, ja, einfach Soldaten sind ja auch ganz gut auf der Blue Coin tatsächlich. Dementsprechend war das hier auf jeden Fall ein cleverer Zug und hat eigentlich auch eine ganz gute Hand gehabt am Anfang, wie man sagen muss. Ja, ich muss sagen, dass ich mich in dem Matchup tatsächlich nicht auskenne. Nilfgaard ist eine Fraktion, die fasse ich fast gar nicht an. aber ja, das ist natürlich so, dass Alchemie in der Langrunde, hier sehen wir es gerade, warum eigentlich keine Chance hat gegen. Ja, das ist schon, also ja, wenn du da wirklich die 3 Sklaveninfanterien raus hast, dann ist diese, ja, dann ist diese, keine Ahnung, wie die Karte gerade heißt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sentry im Englischen, Wachposten. Ja, genau. Aber die ist ja dann schon einfach 26 Punkte wert. Und Alchemie kann halt nicht viel machen. Ich meine, du kannst zwar mit den Hexern die Sklaveninfanterien angreifen, aber was hast du davon? Ja, jetzt sehe ich hier gerade, dass er seine Mandrake benutzt, um so einen Sklaven zu verbannen. Das heißt, er spielt wahrscheinlich auch nicht K hier, genauso wenig wie Wild Ditto. Wir haben beide mal keinen K hier da. Wild Ditto spielt zum Beispiel auch Igni. Na gut, er kann schon in K hier spielen. Manchmal ist es halt einfach sinnvoller, dem Gegner seine Karten zu verwehren, als seine eigenen zu stärken, sag ich mal. Ne? Aber auch ein 5-Punkte-Slave-Infantry. Das ist, selbst wenn er jetzt noch zweimal gebufft wird, ein 9-Punkte-Silver-Play. Ja, nee, klar, aber es ist vielleicht schon ein bisschen in die Zukunft gedacht, weil Nilfgaard-Soldaten will die Soldaten in den nächsten Runden wiederbeleben. Oh. Mit der.
mit dem Ointment, also mit der Salbe. Also ich spiele ja auch eine etwas andere Deck-Variante, die habe ich mir selbst zusammengestellt. Weiß nicht, ob die jetzt besser funktioniert oder nicht. Aber ich weiß halt, also du spielst halt in den zweiten Runden, dann belebst du dir deine Sklaveninfanterien wieder. Und die Sentries packst du dir mit der Assire wieder ins Deck und holst du dir dann mit den Rekruten im Prinzip raus am besten. Ja, ich bin trotzdem kein großer Freund von dem Zug, einfach weil 3 ist zwar besser, ja, aber 2 sind in der letzten Runde gerade mit nur so 4-5 Karten auch schon verdammt viele Punkte. Also. Ja, es wird jetzt drauf ankommen. Ich glaube, es wird jetzt drauf ankommen, erstmal hat MSN den Spion, weil dann kann sie sehr gut Wild Ditto ausbluten lassen. Wenn sie den Spion hat, dann könnte sie das hier gewinnen, wenn sie es clever anstellt. Ja. Das ist definitiv wahr. Also du musst, kann jetzt auf jeden, muss auf jeden Fall in die Runde reinspielen. Das ist jetzt das Problem, vor dem sie steht. Also, guck mal, da geht ein Mandrake wieder ins Deck. Da wäre es vielleicht auch ganz clever gewesen, einfach vom Gegner die anderen beiden Sklaveninfanterien wieder reinzulegen. Einfach um sicherzugehen, dass der sie nicht wiederbeleben kann. Wie gesagt, das ist ja ein wichtiger Zug eigentlich. Da sehen wir es halt. Da muss man dann abwägen. Jetzt kommt auf einmal, was er da Mandrake vorhat. Ob er nicht doch für ein K hier geht. Ja, ich sag mal, ein K hier in den Kalvate, selbst wenn der nur 5 Punkte hat, ist das ja auch ordentlich. Also, je nachdem, was du dann damit ziehst. Okay, jetzt kommt hier der Vesimir. Nochmal eine Mandrake? Das wäre eigentlich nicht schlecht, tatsächlich. Ja, jetzt ergibt die Strategie auch Sinn, ja. Das passt schon. Das ist jetzt schon recht widerlich, weil das jetzt im letzten Zug maximal noch eine sein kann. Ja. Und damit ist auch die zweite Ointment, also gut, damit kann er theoretisch noch einen Vicovaro-Novizen wiederbeleben, aber ich glaube, er hat dann nichts mehr, was er damit ziehen kann dann. Noch ein Ointment im Deck, ja, das war's dann auch. Ja, okay, das ist schon nicht unclever, ja. Wann immer, okay, schlechte Wetter. Ja, also den spielt man, weil die, ich sag mal so, die Sklaveninfanterien sind ja sehr anfällig, gerade fürs Goldwetter. Also wenn du gegen Axtkrieger von den Skelligern spielst oder auch gegen so eine Aufdecken-Wetter-Variante, dann willst du schon was haben, um das Wetter wieder wegzuhauen. Weil ansonsten sind das jede Runde 6 Punkte einfach. Deswegen schon ein ganz sinnvoller Zug, denke ich. Ja, so, jetzt spielt euch auf den Kartenvorteil. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der heißt, das ist welcher, nee, wie heißt der, den er gerade gespielt hat? Den Vremde, glaube ich. Vremde, genau, ja, Vremde, den spiele ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, klar, du spielst mit Soldaten, aber die Varianten, die du kriegst, sind jetzt meist auch nicht so der Hammer. Ja, es ist auch immer ein gewisser RNG-Anteil und das ist riskant. Ich meine, mal kannst du early, also mal kriegst du dann hier den Sentry oder du kannst early diesen Typen kriegen, der alle um 2 bufft dann. Ja. Dann einmal einen, aber wenn du dann nichts kriegst, ist auch blöd. Und deswegen stackt man gegen Nilfgaard nicht in 3 Reihen, merkt's euch. Weil immer wieder Leute Foul Ale spielen. Ja, na gut, das ist natürlich mit den Sklaveninfanterien ein bisschen schwer, ne? Ja, ist schwer, man muss ihm trotzdem die Full Value geben. So, wir sehen Geralt Igni tatsächlich im Deck, anstatt welcher Karte denn dann, frage ich mich gerade. Ich überlege gerade, was ich in meinem Soldatendeck noch spiele, was er gerade nicht drin hat. Hier. Man kann auch Stefan Skellen spielen. Ah ja, genau, ich spiele den K hier, klar. Weil der ist, also den finde ich halt wichtig in der letzten Runde dann, wenn du, wenn du die Sentries wieder in dein Deck gepackt hast, dann brauchst du halt auch irgendwas Verlässliches, um die wieder zu ziehen, falls du deine Rekruten vorher rausgepackt hast. Ja, außerdem ist K hier into Kalvitz einer der stärksten, oder vielleicht sogar der stärkste Finisher, den wir momentan im Spiel haben. Das sind so viele Punkte. So, jetzt bin ich mal gespannt, was packt er jetzt? Packt er hier den Hexer wieder zurück? Gut. Packt er zurück, okay. Ja, jetzt wird's dann doch, also macht das, MSN macht das ganz gerade ganz clever. Offensichtlich hat sie aber entweder den Spion noch nicht gezogen oder wartet damit einfach bis zur letzten Möglichkeit. Vielleicht versucht sie ja auch zu Two-Rounden oder zumindest ein Two-Round anzudrohen und spielt dann deswegen spät, ja. So, mal sehen. Okay, nee, den Spion offensichtlich nicht dabei, aber gut, den kann sie noch theoretisch mit dem Kalvate ziehen. Ah, da kommt er jetzt, sehr gut. Ah, nee, nicht mal. Okay, ja, dann doch ganz Two-Round. Ah, nee, sie hat sie den Spion nicht schon in der ersten Runde gespielt? Ah, ja, natürlich, gleich als Antwort. Ja. Ich bin auch zwei Experten hier. Das passiert uns öfter.
So, jetzt vielleicht einen Pass dann und den Karl, genau, dann den Karl Wade für die letzte Runde. Und jetzt hat halt, das Problem ist genau, jetzt ist der Sentry halt relativ nutzlos, weil wenn sie jetzt den Sentry spielt, hat sie den nicht mehr für die letzte Runde, hat Wild Ditto den nicht mehr für die letzte Runde. Hat jetzt nur noch ein Ointment, was halt, sag ich mal, 9 Punkte sind, das ist jetzt nicht so geil. Als Soldatending musst du gegen Algeminil für die erste Runde, glaube ich, auch auf Teufel komm raus gewinnen. Ja, das ist auf jeden Fall gut, das stimmt. Die letzte Runde von Algemi ist stärker, wenn sie kurz ist als deine. Oder ist konstanter. Da noch eine Aufklärung, der Gerald Igni ist jetzt natürlich auch, naja. Ja, vielleicht also Freunde spielt alles in einer Reihe, dann reicht's vielleicht noch. Ja, was kann er da zurückholen? Ein Hexer, einen Vicovaro-Novizen, der bringt aber nichts. Ja, der Vico hat, glaube ich, keine guten Ziele. Na doch, er hat ein Ointment halt. Das ist ja, besser gut, als das nichts. Ist nochmal ein Punkt mehr, ja. Ist im Endeffekt besser als nichts. Kommt halt jetzt drauf an, was der Gegner jetzt tatsächlich noch hat. Ich weiß halt jetzt nicht, wie genau der Gwent-Tracker tatsächlich ist mit den Silberkarten und Goldkarten, was jetzt tatsächlich noch drin ist. Müssen wir mal ist gucken. Eigentlich schon genau. Da sind ja so 6 Bronzekarten, eine in der Hand, 5 im Deck. Das heißt, Kalvit wird irgendwie Viper Witch oder sowas. Aber Gerald Igni bricht ihm halt das Genick. Wäre das irgendeine andere Goldkarte, dann. Naja. Es gibt ja so und solche, ich spiele kein Igni in keinem Deck. Ja, ich mag die Karte auch nicht, weil sie, wenn sie halt nichts bringt, sind es halt blöderweise bloß 5 Punkte, ne? Ja, genau. Da holt er sich den Vicovaro-Novizen wahrscheinlich, ja genau. Schwalbe, gut, das ist schon mal in Ordnung. Ja, damit das ist, reicht ja. schon für sowas. Damit ist durch, damit verliert Wild Ditto die erste Runde. Tatsächlich, ja, gut gemacht von MSN. Ich meine, hat die Red Coin quasi ordentlich ausgenutzt und eigentlich auch gegen ein Matchup gewonnen, das eigentlich sogar schwer ist für Alchemie. Ja, die erste Runde muss er gewinnen, dann das kann er so nicht machen. Ja, jetzt ist. Jetzt ist Wild Ditto auf der roten Münze, sag ich mal. Da ist natürlich ein Necker. Ich meine, er kann sich ja die Zeit nehmen, da ist das natürlich ganz gut. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte das Alchemy-Deck von MSN auch nicht die Mittel, um ein Necker-Deck zu beantworten. Das heißt, ich glaube, dieses Spiel ist jetzt schon fast gelaufen. Ja, die Frage ist, ist das ein Alchemy-Deck? Wie gesagt, ich meine... Ja, gut, aber Soldier haben noch weniger Chance. Naja, ich sag mal so, Alchemy hat ja jetzt die... Also ich meine, ich würde halt nie ein Alchemy auf der Blue Coin spielen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich meine, klar, es hat halt Opener für die Blue Coin, aber... Ich fände es halt sehr dämlich, muss ich mal ehrlich sagen, wenn du schon weißt, dass du als Zweiter gehen musst, da mit Alchemie zu spielen, selbst wenn du einen Opener hast. Also. Ja, es ist, kann man definitiv drüber streiten. Nichtsdestotrotz, Necker ist momentan so stark. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum so wenig Leute Necker spielen. Necker ist so unterm Radar, aber ich habe jetzt das ein bisschen auf der Rankladder gespielt. Ich habe eigentlich nur gewonnen damit, weil niemand die Mittel hat, Necker zu beantworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer ein bisschen Angst vor den... Ich habe ehrlich gesagt Angst vor den, wie heißen sie, vor den Zwergs, weil ja auch gerne mal Aufdeckendeck gespielt wird inzwischen. Ich habe in meinem Aufdeckendeck auch extra einen Zwergs drin, weil, ganz ehrlich, ja, der ist so gut. Ja, das ist dann halt Hardcounter, aber der Großteil Greatswords kommen mit denen eigentlich überhaupt nicht klar. Alchemy hat auch große Probleme, was war denn jetzt dieses eine Deck, was da noch rumflog? Hab's gerade vergessen, aber die meisten Decks spielen einfach keine Antworten. Sowas wie Ifni ist selten geworden, weil Greatswords auch nur ganz oben. Also ich finde, Necker ist momentan ein cleveres Deck, wenn man einfach viele Elo-Punkte kriegen will. Das kann ich euch erklären. Ja, man muss aber auch sagen, es ist halt, also du musst halt die erste Runde eigentlich sicher gewinnen mit dem Necker-Deck. Ansonsten, je nachdem, wie was der Gegner spielt, kann er dich in der zweiten Runde auch gut ausbluten lassen. Ne? Also, die erste Runde musst du gewinnen, das ist klar, aber das kannst du auch. Ja, das kannst du tatsächlich, aber je nachdem, also gerade wenn der Gegner halt wirklich Glück hat und auf der Red Coin ein Reveal-Deck spielt, dann kannst du da auch schon mal mit dem Tempo ein paar Probleme kriegen, glaube ich. Ja, Reveal ist immer so eine Sache. Reveal spielt auch gerne mal Lepo Regis, wenn sie das auf der Hand haben. Reveal kannst du vielleicht noch als schlechtestes Matchup nehmen, außer halt Decks, die speziell dafür gemacht sind, solche Decks zu besiegen, aber selbst dann ist es halt so... Necker fällt dann zwar gerne zurück, wenn beide Spieler irgendwie 6-7 Karten gespielt haben, sind die gerne nochmal 30 Punkte hinten, aber dann geht diese Engine halt so hart ab. Ja, es kommt, also ich glaube, hier wird es ganz stark darauf ankommen, wie gut MSN ihre Mandrake ausspielt, weil, also das ist, glaube ich, die Karte, die hier das Deck halt kaputt machen kann, weil die halt nicht nur ordentlich zurücksetzen kann, sondern theoretisch halt auch im Vran zerstören kann, komplett zerstören kann. Also das wird da, glaube ich, drauf ankommen, je nachdem, wie gut sie das hinkriegt, wird das hier, glaube ich, dann entweder das Match bringen oder nicht. Ich weiß nicht, ob du mein Spiel gegen TNJMD mit meinen
nördliche Königreichen Soldaten gesehen hast, da war ja auch quasi die, da war ja auch quasi die, die Margarita quasi der Matchwinner. Hat dann einfach. Ah, ja, das, da habe ich, ja. Hat dann einfach irgendwie 50 Punkte gebracht oder so, also es war schon ordentlich. War eine gute Margarita, die hätte ich selber recht gar nicht drauf gekommen. Beziehungsweise ich habe erst danach festgestellt, als ich sie ausgespielt hatte, wie gut diese Margarita eigentlich war. Ich hatte sie schon viel früher benutzt. An der Stelle. Ja, nee, aber war ein gutes Spiel, hätte ich tatsächlich gesehen. So, jetzt Pasta hier, das halte ich für einen ganz großen Fehler. Ja, wie gesagt, kommt halt, ist bei Neckern halt gefährlich. Sitzt da den Vran zurück. Ist in Ordnung. Ich meine, ist im Endeffekt jetzt nicht so wichtig. Ein Vran kann Wild Ditto trotzdem noch kriegen. Ich weiß nicht, ob es da so clever war, die Assire so früh rauszuspielen. Ich glaube, gerade gegen Neckar-Deck kann es echt hilfreich sein, noch einen zweiten Mandrake zu spielen. Also die nochmal ins Deck zu packen danach. Ja. Das ist jetzt natürlich etwas, was MSN fehlen wird in der zweiten Runde, glaube ich. Oder generell in dem Spiel. Und ich, das Problem ist halt auch, Vilgefortz kann zwar theoretisch auch eine starke Karte vernichten, aber Neckar kannst du damit ja auch nicht vernichten, der kommt ja einfach wieder. Ich weiß gerade nicht, weißt du, hast du mitgezählt? 4 Neckar sind noch im Deck, okay. Ich bin im Deck, Tracker. Ja, 4 Neckar sind noch im Deck. Könnt schwer werden, glaube ich. Er geht ja auch auf den Novizen. In den Ale, das natürlich. Ja, das ist nicht so schön, sag ich mal. Ja, ich gucke aber gerade, er hat sich Neckar-Warrior ins Deck gemischt, kann das sein? Also er hat sich mit einem Neckar-Warrior mehr Neckar-Warrior gemacht, oder? Das kann durchaus sein, die Variante gibt's öfter mal, das habe ich auch schon gesehen, ja. Also, das machst du halt ganz gerne mal, wenn du auf der, wirklich auf der Red Coin sitzt, tatsächlich, um... Naja, weil du halt die Zeit hast. Müssen wir mal gucken, inwiefern sich das jetzt hier lohnt. Momentan hat er ein bisschen... Sag ich mal, ich meine, er kann sich mit dem Schleimling noch einen Neckar auf jeden Fall holen, so viel ist klar. Ja. Aber danach wird es tatsächlich gerade für die letzte Runde dann schon ein bisschen schwer, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade. Ich sehe da auch einen Moorwut. Auch keine Karte, die ich in einem Neckar-Deck spielen würde. Ich meine, ja, du willst einen Neckar anlocken, aber erstmal außer Margarita sind sowieso keine Loks in der Meta. Und. Außer Morwood selbst vielleicht mal, ne? Ja, das sind halt immer so Decks, die besiegst du eigentlich. Ich weiß nicht, ich bin bisher kein großer Fan davon, wie er den Neckar hier ausspielt. Ja, aber momentan sieht es gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also, kommt halt jetzt wieder drauf an, MSN hatte als ersten Zug auch wieder die Cantarella gespielt, also die ist auch nicht mehr drin tatsächlich. Ja. Das heißt, das könnt ihr, also wenn du natürlich gegen ein Neckar-Deck in die letzte Runde mit einer Karte weniger gehst, dann wird es schon sehr schwer. Er hat zwar keine Brewers, aber die kann man doch immer nochmal topdecken. Ja. Und es ist... Ja, und ich meine, er hat auf jeden Fall ja den Azurs Doppelspiel, damit kriegt er ja auf jeden Fall einen Neckar, das ist ja momentan seine stärkste Karte. Und er hat halt noch einen Gabelschwanz und noch seine Anführerin, also... Ja, ich bin auch gespannt, wie MSN sich da noch rausfinden will. Das wird, glaube ich, echt schwer. Ja. Was denn? Meine Stiko ist jetzt wahrscheinlich nochmal den Gabelschwanz, oder? Ja, ich denke auch. Ja, das Problem ist halt, die Mandrake ist jetzt schon raus. Die hat er sich ja auch nicht nochmal ins Deck gemischt. Geralt Egni wird selten gespielt in den Alchemie-Decks, sag ich mal. Da hast du andere Plätze drin. Ja. Ich meine, ist natürlich auch sinnlos, in einem Removal-Deck noch einen Geralt Egni zu spielen, ne? Eigentlich. Ja, das sieht ja und ab. Damit ist eigentlich durch, jetzt muss man ganz ehrlich sagen. Er hat noch zwei Necker im Deck, aber die sind beide über 19 Punkten, 18, 19 Punkte. Ja, boah. Also... Das wird nicht, nee, das ist vorbei. Jetzt mischt er noch das Decoy weg oder sowas. Und dann... Ja gut, der Neckar-Warrior ist jetzt nicht so hilfreich. Aber ist jetzt auch 9 Punkte im Endeffekt. Da kommt sogar noch die Brauerin, damit ist sowieso durch. Ja. Die Brauerin ist halt so eine fiese Karte. Das ist ein bisschen wie mit Coral. Ich habe das Gefühl, irgendwie noch so eine Hidden Passive. Die ziehst du einfach immer. So, wenn wir alle Spieler immer Coral haben, hast du als Neckar-Spieler immer die Bruce. Ah, die ist halt auch, also ich meine, die ist im Endeffekt das Wichtigste von dem ganzen Deck. Ich meine, mit der kannst du in der letzten Runde mit 2 Karten so viele Punkte machen, das ist einfach schrecklich. Ich habe ein bisschen geclimbt, aber wie viele Spiele ich schon mit Brewers und Forktail gewonnen habe. Einfach diese 2 Karten kommen nur, das ist unfassbar, selbst eine Karte weniger oder sowas. Also. Naja, wir sehen es ja hier, das ist jetzt eine 2-Karten-Kombo für 61 Punkte gewesen, also. Ja, genau, es ist...
Make ich meine, sense. jetzt wird sich ein Geralt Igni natürlich anbieten. Ja, deswegen setzt man eigentlich auch einen Mecker nach oben. Na, ich mache das zumindest immer so. Ja, ich glaube, weil Ditto war sich hier sehr sicher, dass ja, MSN ja, sowas ja. nicht spielt in ihrem Deck. Ja, und damit steht es 1-1. Ja, das war gut. War vielleicht nicht perfekt gespielt, quasi das Necker-Deck, aber hat gereicht. Gegen Alchemie ist halt. Also, Alchemie ist da schwer, tatsächlich, muss man fairerweise sagen. Und wir sind schon wieder Nilfgaard. Was ist denn heute mit diesem Nilfgaard los, ey? Oh, gegen Handbuff. Handbuff sehe ich jetzt halt auch gar nicht mehr. Vor 2-3 Wochen war das noch überall. Ja, weißt du, was ich jetzt wieder gesehen habe, ist irgendwie so eine vollen Sabbat-Decks. Oh, nee, was? Sabbat-Decks? Sabbat wieder. Ach, Sabbath. Ach oh Gott, ja, diese Karte. Oh, ja, macht einfach keinen Spaß. Das Lustige ist, ich spiele immer lustigerweise mit Nilfgaard dagegen und ich heb mir einfach, weil das ist jetzt irgendwie so eine neue Deckvariante, wo die in der ersten Runde, selbst wenn die gewonnen haben, den Typen noch so ordentlich hochbuffen, dass die mit ja, irgendwie 3-4 Karten weniger in die letzte Runde gehen. Und dann hebe ich mir einfach meinen Wilgefortz auf für die letzte Runde und gewinne dann immer. Ja, schön. Und dann ziehen die dann immer irgendwie, weil die ja nur Sonderkarten drin haben, weil das irgendwie so eine komische Variante ist, wo die keine anderen Karten haben, damit die hier Aguara spielen können. Spiele ich dann immer Wilgefortz und die ziehen dann irgendwas zum C machen oder so. Also ist perfekt. Ja, so jetzt sind wir wieder zurück zum Spiel. Ich meine, der Viper Witcher, okay, was willst du machen? Aber zwei Viper Witcher geht jetzt natürlich weg. Ja, das ist natürlich auch so ein Deck, wo Alchemie jetzt nicht so gut ist, weil einfach die Punkte schwächer sind, muss man halt ganz klar sagen. Also so Vipernexa 15 Punkte, jetzt jede Bronzekarte werden halt deutlich mehr Punkte werden. Es ist natürlich wie bei allen anderen Decks auch, du musst jetzt versuchen, die erste Runde möglichst hart zu pushen. Aber jetzt ist auch schon wieder 10 Punkte hinten. Ah. Ja, das war blöd, da den Vipernhexer tatsächlich schon auszuspielen, ja, genau. Glaube ich. Also ja, da muss er gucken, dass er irgendwie Tempo macht oder zumindest den Coinflip erstmal umdreht. Weil der Coinflip ist ja gedreht, ja, genau. Oder dass er zumindest. Das ist jetzt auch. Also, ich weiß nicht, warum er die jetzt. Die Mandrake da. Das ist einfach ein Misplay. Die muss er unbedingt für die letzte Runde behalten. Ja, also, ich meine, du hast ja mit dem Vicovaro-Novizen auch die Möglichkeit, einfach keine Alchemie-Karte zu spielen. Das wäre jetzt, glaube ich, einfach der bessere Zug gewesen. Scheißegal. Ja. Also. Da, wenn da wirklich einfach zwei Matröme-Karten waren, da hätte ich die einfach nicht gespielt, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Ja. Du musst gegen dieses Deck jede Sorte von Resets oder Scorches unbedingt für die letzte Runde aufheben. Wir sehen aber hier interessanterweise tatsächlich einen Zwers in dem Deck, was ich sehr interessant finde, muss ich sagen, weil ich meine, die spielst du ja, also ich weiß nicht, die habe ich sonst nicht in einem Handbuff-Deck gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, sonst spielt man für gewöhnlich, glaube ich, noch andere Optionen, um diese Reiter rauszukriegen, wie ein Alsurs oder einen Manticore. Ja, der Manticore ist aber, der ist so, so eine Sache halt, ne? Ja, worauf ich eigentlich hinaus würde, ist, dieses Deck hat, glaube ich, relativ also hat ein, zwei Silberslots frei, wo es eigentlich machen kann, was es will, deswegen Sphärs gegen das Necker-Matchup. Okay. Ja, das kann schon helfen. Also, ich meine, es ist auch immer wieder schön. Jedes Mal, wenn du den Sphärs gegen das Necker-Match abspielst, dann kommt sofort der Forfeit. Ja, ich weiß. Da kannst du halt Necker-Spiel auch nur gucken. Und jetzt das Sphärs. Ja, okay, gut, nächstes Spiel. Wobei, wir hatten in dem Turnier auch schon ein Spiel, da hat es tatsächlich auch jemanden auf Deck gespielt, hat den Sphärs richtig eingesetzt. Oh Gott. Da gehen ja jetzt alle Karten weg hier, also. Ja. Na, man muss es natürlich spannend halten, ist noch alles drin, aber eigentlich. Also, um darauf auf das, was ich gerade gesagt habe, zurückzukommen, da hat jemand den Sphärs gespielt gegen Snacker-Deck und hat am Ende leider aber trotzdem verloren. Ja, hat er einfach ein so schlechtes Top-Deck dann, dass, also so schlechte Karten in der letzten Runde, war dann halt eine Derlan-Soldaten, ohne noch was aufdecken zu können und so eine Späße, also das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Ja, ich meine, Reveal ist aber auch einfach kein gutes Deck. Die hauen am Anfang so viele Punkte raus und später kommt da gar nichts mehr. Also, das funktioniert nicht. Es ist halt schon ein bisschen schade. Ich meine, früher gab es ja noch wenigstens Discard Skellige oder wie es heißt, also Skellige Verwerfen-Decks. Die waren ja wenigstens noch ganz interessant, weil die damals noch den Piratenkapitän hatten. Ah, die gehen ja auch nicht mehr. Ja, ich weiß, der einzige übrig geblieben ist Dual Plafana Protector und versuch mal Slayer Tale zu spielen. Das ist ein Albtraum. Also. Ich habe da mein Ritual, dass ich einmal die Woche versuche, mein altes Lieblingsdeck wieder auszupacken, also Spellyatel eben. Es geht einfach nicht. Also, du hast wirklich keine Punkte, es ist so traurig. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass diese ganzen Win-Condition-Karten, die einfach mit einem Deckprinzip harmonieren, so nach und nach alle rausgepatcht haben.
Ja, mal gucken, aber es gibt ja irgendwann den großen Bugfix, will man das nennen, keine Ahnung. Gibt ja auf jeden Fall. Homecoming, ob das alles löst, ich weiß ja nicht, wir werden sehen. Ja. Wir müssen jetzt hier keine Homecoming-Diskussion machen, das ist auch nur die Stimmung. Wir kommen mal wieder zum Spiel zurück, jetzt kommen dann auch die 20 Punkte Bronze-Play. Ja, das ist jetzt natürlich richtig heftig und ja, ich glaube, also ist fast egal, was du damit buffst jetzt eigentlich, seien wir mal ehrlich. Ja. Weil MSN spielt ein Nilfgaard Alchemie-Deck, alles was er machen kann, ist ein Wilgefurz da reinhauen und dann kriegst du einfach nur noch eine starke Bronzekarte. Also. Ja, ich überlege gerade, wie du dieses Spiel eigentlich noch gewinnen will. Also du musst die Mandrake benutzen, offensiven Wilgefurz vielleicht, aber... Ja, nee, kommt nicht mal der offensive Wilgefurz. Jetzt kommt noch eine Plötze gezogen. Ach nee, das wär's ja noch gewesen. Ja, das wär's mal gewesen, ja. Aber gut, da gut den Vicovaro-Novizen tatsächlich getötet, kommt jetzt wenigstens zurücksetzen nochmal. Nee, fragt sich jetzt, wie viele Zurücksetzen-Karten sie tatsächlich im Deck hat. Wahrscheinlich nur eine. Ich glaube, wenn man diese Karte spielt, dann spielt man nur eine. Ja. Okay, das ist jetzt auch eher so, naja. Ja. Auch interessant. Ja gut, das Blut ist wahrscheinlich einfach nur drin für den Wesemir. Falls man halt die Mandragora vorher zieht, na, aber ansonsten ist das ja jetzt auch keine Karte. Alchemie-Decks macht man das ja, dann hofft man, dass man den Ghoul zieht. Ja, das stimmt. Also der Ghoul ist eine echt gute Karte, die du dabei ziehen kannst. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, aber so gering ist er, glaube ich, gar nicht. Ne? Relativ hoch. Ich hatte irgendwann das mal gesehen. Also sie ist häufig genug. Wann kam es gerade Mandrake? Nee, da kam schon wieder. Jetzt hat er die Triss auch noch benutzt. Warum benutzt er denn all seine Resets? Das verstehe ich nicht. Naja gut, er hat jetzt den Reset benutzt auf einen gebufften... Ja, er will jetzt die erste Runde gewinnen. Ja, okay, ich nehme das zurück. Ja. War schon in Ordnung. Die Frage ist jetzt, hat er sich gemerkt mit seinem Kalvate, was jetzt oben liegt für sein Joachim? Das ist jetzt auch eine wichtige Frage tatsächlich. Oh, jetzt kommt die Kamperalla. Oh, jetzt passt er. Ja, 19 Punkte ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, ich komme drauf an, was er jetzt mit dem Joachim zieht. Hoffentlich hat er sich das Richtige gemerkt, muss ich mal ehrlich sagen. Das reicht nicht, oder? Welche Karte holt er jetzt hier? 24 Punkte. 10 Punkte gebuffter Viper-Witcher. Könnte doch bei 5, der macht 25, ne? Ja, genau. Ja, das könnte doch reicht. Guck mal, das scheint kein Viper-Witcher. Aber Viper-Witcher kann es ja nicht sein. Ja, okay. Oh, passiert. Das konnte ja eigentlich aber auch nichts wirklich Gutes sein, sag ich mal. Viper-Witcher waren alle draußen, Vicovaro-Novizen waren alle draußen, also da konnte ja eigentlich gar nichts anderes kommen außer Azir. Vielleicht noch einen Golem halt, aber der bringt auch nicht mehr Punkte. Ja. Ja, das sieht jetzt schon nicht mehr ganz so geil aus. Also kommt jetzt ein bisschen drauf an, was jetzt noch in den letzten Runden kommt. Ja, jetzt auch noch... Vor allem, wo die Azire jetzt eh schon raus ist. Ja, stimmt. Oi. Ich weiß nicht, das war jetzt auch nicht so das beste Spiel. Also, was bringt dir jetzt eine 10 Punkte plötzlich auf dem Friedhof? Ja, ich würde sagen, dein Gegner hat 38 Punkte auf. Nee, 38 Punkte auf der Hand. 41. So, ich kann. Also. 41 Punkte, ja, 23 Punkte. Ich weiß nicht, was die letzte Karte ist, aber sie kann schlecht besser Punkte bringen, glaube ich. Ja, selbst wenn das jetzt ein K hier. Also. Selbst K hier wäre jetzt wahrscheinlich besser gewesen zu spielen, als. Das war irgendwie nicht ganz so intelligent. Ach, jetzt. Und warum hat. Also gut, mal eine ganz blöde Frage. Ach so, vielleicht hatte sie den Vicovaro-Novizen noch auf der Hand. Okay, aber warum hat sie jetzt das Black Blood wieder ins Deck gemischt? Mit der Asire? Warum hat sie ihm eine Silberkarte zurückgegeben? Ich meine, ist jedes Mal eine Chance auf einen Ghoul, ne? Ja. Fragen über Fragen, ich habe auch keine Antworten. Also das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Nee. Ich höre, da ist eine Cantarella noch in dem. Vielleicht dachte sie, das ist ihr Black Blood? Das kann vielleicht sein. Spielt sie überhaupt ein Black Blood? Also, wir haben es noch nicht gesehen, aber es kann vielleicht sein, dass sie dachte, es ist ihr Black Blood. Das wäre eine Möglichkeit. Also, jetzt muss ich auf jeden Fall versuchen, die Runde noch schön lang zu ziehen, einfach. Ja. Weil sie hat mit, sie hat halt mit dem Vipernhexer den Win, wenn sie quasi nicht anfangen muss, dann hat sie mit dem Vipernhexer den Win, wenn da die starken Karten raus sind, also das wäre jetzt eigentlich gut gewesen. Ja, aber... Also da hätte sie es jetzt noch gewinnen können, jetzt ist keine Chance mehr, also ganz ehrlich. Das sind 21,
23 und nochmal 18, also 62 Punkte, ne? Ja, das 62 das Punkte mit 3 Spielen, ich weiß nicht, was... Also sagen wir mal, so ein paar hier und 2 Viggo Novizen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das hätte sie gewinnen können, MSN, wenn sie das jetzt in der zweiten Runde... Ich meine, war ein bisschen Pech dabei, klar, aber es wäre auf jeden Fall noch... Und ein paar Missplays, aber gerade die zweite Runde muss man doch einfach ausbluten lassen. Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht verstehen, muss ich ehrlich sagen, weil das ist ja die Möglichkeit, das Deck zu besiegen, wenn die halt, gerade wenn die diese 18-Punkte-Karte dann in der zweiten Runde spielen müssen und dann in der nächsten Runde so eine Dreier- oder so eine Fünfer-Karte ziehen, dann ist natürlich, dann ist alles vorbei. Ja, es ist, müsste sich das Spiel erstmal im Detail ansehen, zu gucken, was jetzt so schiefgelaufen ist, aber ja, ich glaube, das wäre, das hätte man gewinnen können, ja, oder falls sie es jetzt verliert, noch ist ja nichts passiert, aber... Die Mandrake ist halt auch nicht wieder ins Deck gemischt. Ah, hat sie noch zur Zurücksetzen-Karte? Tatsache. Oh, noch ein Mardrome. Okay, dann wird's jetzt interessant, weil ein Vipernhexer könnte jetzt reichen. Ja, ja. Oh mein Gott, das reicht. Oh nee. Oh. Was könnte denn die letzte Karte dann sein? Was könnte das denn sein? Was du überhaupt nicht spielen kannst. Vigovaro-Novizen waren alle raus, Vipernhexer waren alle raus. Auf jeden Fall hat sie noch nicht alle Salben gespielt. Vielleicht der blöde Golem. Wenn jetzt ein Golem... Golem war nur 11 Punkte, ja. Wenn jetzt ein Golem gehabt hätte, das wäre ganz schön nervig. Ich vermute mal, es war einfach ein Golem dann. Weil alles andere wäre stärker gewesen. Also hier Salbe wäre ein Vipernhexer für 15 Punkte gewesen, wäre stärker gewesen. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht wären es sogar mehr gewesen. Wir haben ja nur gesehen, dass er 9 Punkte gemacht hat. Gerade mit Mardröme-Karten drin hätte das ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr sein können. Ja, Nilfgaard hat eigentlich keine Karten, die weniger als 13 Punkte geben. Deswegen, also mit allgemein Nilfgaard, deswegen kann es eigentlich nur der Golem gewesen sein, ja. Ja, das muss der Golem gewesen sein. Das war dann natürlich ein bisschen Pech. aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Fehler war ja einfach, die zweite Runde nicht durchzuziehen. Ja, ich glaube, es waren ein paar Fehler, man hätte... Hallo? Hast du noch was gesagt? Hallo? Weiß nicht, scheinbar ist jetzt hier irgendwie Raising ein bisschen rausgeflogen. Wir beenden es an der Stelle. Ich werde das Ganze ja auf jeden Fall in der Analyse nochmal durchgehen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.